für das rechtsautoritäre Milieu brauchen sie eine starke, geschlossene Partei, die auf Sieg steht unter allen Umständen. Die AfD hat, ähnlich wie die Republikaner, das pragmatisch-rechtspopulistische und das Rechtsextreme, wie Sie sagen, verbunden. Und haben über jemanden wie Gauland, über jemanden wie Meuthen, zunächst über jemanden wie Petri gesagt, wir sind ganz zufrieden und freundlich. Und wenn wir dann im Bundestag sind, dann muss man uns ja ernst nehmen. Und das haben dann die anderen Parteien und die Medien übermäßig getan. Wir nehmen sie ernst, wir nehmen sie in jede Talkrunde. Und haben dann ein Erfolgsimage konstruiert oder auch geschaffen, das über 2-3 Jahre anhielt. Und das nun seit dem Zuwachs an Gewalt und dann der Attentatswelle gebrochen worden ist. Schönen guten Tag, lieber Herr Funke. Wir sind an historischem Ort in Martin Niemöllers ehemaligen Arbeitszimmer im Niemöller-Haus in Dahlem. Ich darf Sie kurz vorstellen. Hajo Funke, Professor in Ruhr, einer der zentralen Experten für Rechtsextremismus, Antisemitismus, Erinnerungskultur und Autor viel zu vieler Bücher, um sie alle vorzustellen. Sie waren Lehrstuhlinhaber als Politikwissenschaftler an der Freien Universität Berlin von 1993 bis zu Ihrer Emeritierung 2010. Lieber Herr Funke, herzlichen Dank, dass wir uns hier treffen konnten. Ja, virtuell sind wir auch in Wiesbaden. Sie waren eingeladen von der Initiative Moment mal zu einer Vortragsveranstaltung in Wiesbaden. Wir machen das im virtuellen Raum. Und die Martin-Niemöller-Stiftung gehört zu den Unterstützern der Initiative Moment mal. Mein Name ist Rüdiger Bender. Ich bin im Vorstand der Martin-Niemöller-Stiftung und darf heute dieses Gespräch mit Ihnen führen. Offensichtlich steckt die AfD in einer Krise. Sie hat länger gebraucht, sich auf die Corona-Pandemie politisch einzustellen, sich zu positionieren. Es gab sehr unterschiedliche Stimmen zu Anfang. Von der Gesamtpartei war wenig in dem Bereich zu hören. Jetzt scheint sie sich bei den verschwörungsideologischen Mobilisierungen gegen die Maßnahmen der Pandemiebekämpfung aber inhaltlich massiv anzubiedern. Die AfD-Bundestagsfraktion klagt gegen die Maßgabe im Parlament, Mund-Nasenschutz zu tragen und auf den Demos der selbsterklärten Corona-Rebellen beteiligen sich AfD-Funktionäre in großer Zahl. Wie schätzen Sie das Verhältnis der AfD aktuell zu diesen verschwörungsideologischen Corona-Rebellen ein? Also ich habe die AfD in diesem ganzen Corona-Zeitraum als chaotisch erlebt. Auf der einen Seite, wir sind gegen alle Maßnahmen und auf der anderen Seite, wir sind für noch mehr Maßnahmen, so im Bundestag. Also die wissen nicht, wie sie damit umgehen wollen. Und Sie sehen ja auch am Beispiel des Präsidenten Trump, dass das auch sehr schief gehen kann. Was man hier in Berlin oder anderswo in Konstanz beobachten kann, ist, dass aus ganz unterschiedlichen Gründen Pandemie-Kontrollgegner auftreten. Nein, da wird kein neuer Stoff, der ähnlich für Sie attraktiv ist wie während der Flüchtlingsbewegung. Es gibt Holocaustleugner, es gibt Rechtsextreme in dem Auftreten dieser verschiedenen Verschwörungsideologen, derjenigen, die absolut gegen Impfen sind. Aber es ist wirklich eine chaotische Zusammenstellung. Das heißt, es hat keinen konsistenten ideologischen Zusammenhang und deswegen bin ich da ganz entspannt, dass die zwar andocken wollen, aber nicht sehr weit kommen, natürlich versuchen, das zu überrennen, wie in einer dieser Demonstrationen vor nicht langer Zeit,
Aber das ging nur bis auf die Stufen des Reichstags und das war nur ein paar Minuten, weil da die Polizei keinen großen Fehler gemacht hat. So. Also insofern bin ich, was die Andockfähigkeit dieser ja erheblich geschwächten AfD anlangt, entspannt. Sie haben von der Schwächung der AfD gesprochen, die Machtkämpfe der Partei. Wie sehen Sie da die Bruchlinien? Die Entwicklung der AfD im letzten halben Jahr und ihre Attraktion in der Wählerschaft ist hochspannend. Wir sehen einen Abbruch der Attraktion der AfD schon vor der Corona-Krise. Das ist ganz entscheidend. Nämlich, und das ist ein Faktor für die relative Schwäche, nach dem Attentat in Hanau und ansatzweise auch schon hinsichtlich des Attentats in Halle gegenüber der Synagoge vor einem Jahr, fast genau. Wo wir hier sitzen, und dann natürlich des Lübcke-Mords. So, das heißt, wir haben eine Welle, die auch nur ausgedrückt hat, dass es mehr an Gewalt gegeben hat. Und das erste Mal seit 4, 5 Jahren ist seit dem letzten Jahr der Zusammenhang in den Medien anerkannt worden, die Hetze von Pegida oder Teilen der AfD und die Gewalt hängen zusammen. Das ist immer bestritten worden oder gesagt, das kann man nicht sagen. Aber nachdem diese Kette an Gewaltakten zugleich mit der Kette an Hetze gegenüber Muslimen und anderen zeitgleich verlief und ähnlich anstieg, ist der Zusammenhang evident. Ja. Und das ist anerkannt worden, und zwar von, das war zuvor nicht der Fall, von einem Großteil der Medien und von den demokratischen Parteien, also außerhalb der AfD. Auch das ist neu. Wenn Sie sich erinnern, 2, 3 Jahre zuvor hat Söder bewusst und auch Seehofer, der macht das zuweilen immer noch, sich an die AfD angelehnt in der Agitation gegen Asylflüchtlinge und dergleichen. Und die haben dann erkannt, machiavellistisch, das bringt nichts, das bringt uns zu Niederlagen und zum Absturz der CSU bei den Landtagswahlen in Bayern. Also das ist der eine Faktor der Schwächung, aus dem öffentlichen Diskurs heraus. Der zweite Faktor ist, dass, und das konnte man schon auf dem Parteitag Anfang Dezember in Braunschweig sehen, dass die Angst hatten vor dem Verfassungsschutz. Das ist deswegen ironisch, weil auch ich, wie viele andere, den Verfassungsschutz schwer kritisiert haben, aber der neue Chef hat da entschieden gehandelt und gesagt, wir wollen eine umfassende Begutachtung, vor allem des Flügels und des Rassismus und des Rechtsextremismus in der Partei. Anfang des letzten Jahres gab es diesen Bericht von über 300 Seiten und das ist eine fantastische Dissertation. Und insofern, egal wie man jetzt im Einzelnen zum Verfassungsschutz steht, das haben sie gut gemacht und sie sind darin außerordentlich konsequent, ganz anders als unter dem frühen Chef Maaßen, der sehr sich an die AfD-Position angenähert hat. Ja. Die hatten im Dezember auf dem Parteitag schon Angst davor. Die Berichte gingen zu diesen und jenen Themen und dann immer wieder, was um Gottes Willen machen wir gegen die Beobachtung durch den Verfassungsschutz. Es war eine Mischung von Angst und Aggression. Und dann kam im Februar dann eben die Beobachtung, die verstärkte Beobachtung des Flügels und des Landesverbands Thüringen und dergleichen. Das ist die zweite Schwächung. Und die dritte Schwächung ist, dass sichtbar wurde, und das ging dann in die folgenden Monate hinein, erst recht, als Meuthen dann sich entschieden hat, nämlich die Selbstzerfleischung, die interne Selbstzerlegung der Partei, und zwar aufgrund der Phänomene, aufgrund dessen, dass nun tatsächlich die Gefahr besteht, dass zu viele Beamte und Polizisten wegen der Beobachtung unter Druck geraten. Und da dachte dann Meuthen,
Und das ist nun der dritte Schwächungspunkt. Jetzt mache ich mal den Konflikt schnell klar und nehme den, den ich am besten identifizieren kann, um sozusagen den eigenen etwas pragmatischen Flügel nach vorne zu bringen, nämlich Kalbitz anzugreifen. Das ist mit durchaus dann guten Gründen auch erfolgt, aber es führt zu einem Zerfalls- und Zerfleischungsprozess in fast allen Landesverbänden. Man könnte sie alle durchgehen und führt damit viertens zu einer weiteren Verschwächung, nämlich in den Umfragen. Sodass wir jetzt irgendwas zwischen 9% und 11%, je nachdem, haben und vor allem da, wo es immer besonders stark war, nämlich aus vielen unterschiedlichen Gründen im Osten Deutschlands, auch zu erheblicher Einschränkung auf nun noch sehr viel, 18%, aber das war vor wenigen Monaten noch 22%, 23%, 24%, auch in Brandenburg ist die Zahl, wenn auch nur auf 20% von 23%, 24% heruntergegangen, was viel ist, was zeigt, es gibt da Bröckelungsprozesse in der Attraktion der Wähler. Wenn man von außen betrachtet, Meuthen versus Flügel, dann kann man ja aus dem Blick verlieren, dass er selber an Flügeltreffen teilgenommen hat, selber Reden gehalten hat, in denen eigentlich kein Blatt Papier zwischen seiner Position und der rechtsextremen Position bestand. Wie sehen Sie die Bruchlinien in einer Partei, die das ja auch wahrnimmt? Meuthen hatte das lange vor, das weiß ich aus Journalistenkreisen, weil er glaubte, ich kann diese Partei rocken. Er hat immer gezählt, wie viel wohl für die einen und den anderen auf Parteitagen stimmen. Das ist sehr heikel. Also man wird dann sehen, wenn es da zum Schwur kommt, wie es dann wirklich aussieht. Jedenfalls haben in den Parteitagen, letzten 4, 5 Parteitagen, es immer eine Radikalisierung gegeben. Und der Flügel um Höcke, um Kalbitz, um Gauland, das Flügelmann, hatten immer der Ziehvater von Kalbitz. Ja, eben. Hatten immer eine Blockadeposition. Also de facto eine ohne die lief nichts oder sie hatten sogar die Mehrheit. So. Also insofern ist dieses Kalkül schwierig von Meuthen so zu kalkulieren. Er hat geglaubt, wir kriegen dann noch mehr Stimmen, wir sind dann die Nationalkonservativen oder die Freiheitslieben oder wie immer sie sich dann titulieren wollen. Aber im Kern ist auch Meuthen auf ideologischer Linie. Nicht nur, dass er an diesen Treffen teilgenommen hat. Das rassistische Codewort dieser Partei heißt Kulturfremde. Ja. Die müssen raus. Und Kulturfremde ist eine weite Definition. Nach Höcke sind es alle Afrikaner und Asiaten. Das heißt, hat übernommen, inhaltlich, das NPD-Programm Millionen von Menschen mit wohltemperierter Grausamkeit aus dem Land zu verbannen, wenn er die Macht hätte. Und das wäre eine andere Republik. Ja. Das wäre auch eine, in der das nicht ohne Konflikte, ja ohne bürgerkriegsähnliche Zuspitzungen, vor sich gehen könnte. Also wir haben in dem Begriff des Kulturfremden eigentlich die Identität der Partei als eine rassistisch-rechtsextreme und die hat Meuthen mitgemacht. Mehr noch, vor gut einem Jahr hier nördlich von Berlin in Oranienburg gab es einen Auftritt von Meuthen und Kalbitz und Weidel in der Zuspitzung des Landtags, der Landtagswahl in Brandenburg letztes Jahr. Und eine der härtesten Reden hat nicht Kalbitz gehalten, sondern Meuthen. Er hat gehetzt gegen die Grünen, daran erinnere ich mich noch. Und dann hat er gesagt, und ihr habt hier einen harten Hund, und das lobend, das ist Kalbitz. Deswegen klingt es nicht sehr überzeugend, richtig, wenn er das nun plötzlich alles kippt. Gleichwohl. Diese Spaltungslinie zwischen den Meutens und den anderen
führt dazu, dass jeder sein Süppchen neu kochen will. Und sagt, also ich habe sowieso was gegen den und ich habe was gegen den und da ist ja noch ein Meutenmann und da ist ja noch ein Flügelmann. Und das sehen Sie in Baden-Württemberg. Meuthen hat ja schon viele Zerlegungs- und Fraktionsschwierigkeiten im baden-württembergischen Landtag ausgelöst oder mit zu verantworten. Ein Beispiel Baden-Württemberg, weil es sein Landesverband ist, sehen Sie, wie zerrissen, wie zum Zerreißen gespannt, wie im Grunde selbstzerstörerisch das ist. Insofern ist nicht ausgeschlossen, dass er mit diesen Entscheidungen der Zuspitzung gegen Kalbitz der Totengräber der Partei wird. Aber das dauert natürlich noch einiges. Aber ich sehe schon, dass in diesem letzten halben Jahr der Zauber, wir sind die Stärkeren und je radikaler wir sind, desto stärker werden wir, zerfallen ist. Ja, wenn wir vielleicht nochmal an den Anfang zurückgehen. AfD-Gründungsphase, Selbstinszenierung als Partei von neoliberalen Wirtschaftsprofessoren, die D-Mark-Nationalismus mit Neoliberalismus vereinen wollen. Und also Stichwort Lucke. Und dann der nächste Übergang zur Periode Petri und zur jetzigen Situation. Wie würden Sie die Abstufungen einschätzen, denn auch wenn ich mich an die Wahlkampfauseinandersetzung, also gerade Herr Lucke bei uns in Thüringen, also ich war nicht dabei, wie er anderswo geredet hat, aber bei uns in Thüringen hat er auch schon Thesen vertreten, die sehr nah an dem waren, wovon er sich dann in der Krisensituation 2015 abgrenzen wollte. Und bei Petri, die ja auch das Völkische wieder anders neu denken wollte, haben wir die gleichen Prozesse. Also sind das nur kleine Schattierungen, um Andockfähigkeit zu bewahren? Oder haben die Menschen wirklich nicht erkannt, auf welchem Weg sie sind, welche Grenzen sie schon überschritten haben, dass andere sagen konnten, jetzt folgt aber in der Konsequenz auch tatsächlich der nächste Schritt der Radikalisierung. Eine solche Partei ist natürlich intern organisiert auf Parteitagen und ist zugleich in Bezug auf die Anhänger und die Augen der Öffentlichkeit und dem Versuch, in Parlamente zu kommen. Eine Mischpartei, eine Bewegungspartei, eine fundamental oppositionelle Bewegungspartei, wie es Höcke nennt, aber eben auch eine Partei, die in Parlamente will. Und da hat es dann immer Kombinationen gegeben. Wir kritisieren als deutsche Nationalisten, dass man zu viel für Europa ausgibt, auch wenn das ökonomisch sinnvoll gewesen wäre, aber das interessierte diesen Wirtschaftsprofessor Lucke nicht. Das war ein Ökonationalismus, also ökonomischer Nationalismus, so muss man sagen. Und das war natürlich was anderes, als das, was wir heute haben. Dann gab es den Übergang von Lucke zu Petri und Meuthen. Da ging es schon sehr viel radikaler zu. Das war ja auch ein Aufstand gegen die Ersteren. Und seitdem haben wir Parteitag für Parteitag eine Radikalisierung. Und eine zentrale Stufe der Radikalisierung fand statt am 1. Mai 2016 in Stuttgart. Da wurde nämlich das Grundsatzprogramm beschlossen. Und etwa um kurz nach 11 am Vormittag dieses 1. Mai trat ein sehr radikaler Flügelvertreter auf und hetzte gegen den Islam und die Muslime. Und hat dann eben diesen entsprechenden Parteitagsprogrammpunkt durchpeitschen lassen. Das ging innerhalb von Sekunden mit einer elektronischen Entscheidungsmaschinerie. Und das Entscheidende, was er sagte, der Islam ist nicht aufklärungsfähig
Und ich will auch nicht, dass er aufgeklärt wird. Ich brauche ihn als Feind, wie bei Carl Schmitt. Und je mehr als Feind erscheint, desto besser für die Partei. Und das war nicht nur der Feind der Islam. Schon das ist analytisch falsch, religionswissenschaftlich falsch, wie Sie wollen. Und an diesem Ort hier kann man auch religionsanalytisch argumentieren. Aber das Entscheidende ist, er meinte auch die Muslime in Deutschland, die zu 99% gesetzestreu und grundgesetztreu sind. Das heißt, es war eine Hetzveranstaltung gegenüber 3 bis 4 Millionen Muslimen in Deutschland. Und er hat dafür tosenden Beifall bekommen. Und sobald das abgestimmt wurde, da kam dann dieser Kulturphilosoph Jong ans Podium. Oh, wir machen gerade einen riesigen Fehler. Ehemaliger Assistent von Sloterdijk. Genau. Wir machen gerade einen riesigen Fehler. Abgestimmt. Und dann trat ein Repräsentant der AfD in Lüneburg auf und sagt, ich habe da noch mal, also ich kenne da einige bei uns in Lüneburg von der muslimischen Gemeinde, tobende Buhrufe. So, da sehen Sie, das war schon da, 2016, unter Petri, war das ein Parteitag der entfesselten, aggressiven Emotionen. Und keiner der Führungsriege, egal ob Petri oder Meuthen oder Gauland, oder erst recht dann die Radikalen wie Höcke, haben gesagt, okay, wir müssen einen Moment überlegen. Sie hätten jederzeit eingreifen können und diese furchtbare Programmpunkt, wir hassen den Islam, wir sind gegen die Religionsfreiheit, das ist die Botschaft gewesen, noch einmal zu befragen und in Frage zu stellen. Niemand hat sich getraut. Der Parteitag war ein tobender Parteitag, wie wir ihn aus den bittersten Phasen unserer Geschichte kennen. Ja, da ist das nächste Jahr, also wir waren 2014, 2015, 2016 in Stuttgart. Das nächste Jahr war dann nochmal entscheidend, das war das Bundestagswahljahr. Und da gab es im Frühjahr einen weiteren Parteitag. Und da sollte Sein Wittgenstein, so nennt sie sich, Kandidatin werden für den zweiten Parteivorsitzenden. Und da sprang dann neben Meuthen eben Gauland ein, um das zu verhindern. Und da hat sich dann diese Blockadeposition des Flügels sehr stark gezeigt. Und Gauland gab damals noch aus mir unerfindlichen Gründen den Moderator. Er war von Anfang an ein Flügelmann. Er hat die CDU hinter sich gelassen und wollte noch mal ganz neu auftreten und auch auftrumpfen mit oft rassistischen Äußerungen. Übrigens immer dort, also zum Beispiel in Thüringen, wo Höcke in der Nähe war. Also wo er wusste, er kann richtig also sozusagen seine Wut gegenüber Fremden ausstoßen. So, das 2017. Also da zu Beginn des Bundestagswahljahrs gab es noch einmal eine klare Behauptung und Beschwörung, wir sind ganz weit rechts. War auch gern gesehener Gast in Thüringen bei diesen Höcke-Inszenierungen. Das muss man auch sehen. Und da gab es keine wahrnehmbaren Unterschiede. Nein. Deswegen ist es so irritierend, dass ein Teil der Medien ihn immer noch als Moderierenden und als Integrierenden und als nicht so Radikalen mit der Krawatte und verstanden haben. Für mich völlig unverständlich. Und selbst die Taktik des Nichtssagens wurde gutiert. Ich erinnere mich an ein Interview hier in Potsdam in der Nähe, wo eine Journalistin, wenn ich mich richtig erinnere, gefragt hat, was ist denn nun, ist der Klimawechsel nicht doch menschengemacht? Das höre ich nicht, so nächste Frage. Also er nuschelt das weg und das wird hingenommen.
So, das heißt... So viel dann, zur Aufklärungsresistenz. So viel zur Aufklärung. Muslime, ja. Das war nicht sein Stil. Ich bin dann der, der sowieso alles weiß und mich fragt man bitte nicht, wenn ich nicht will. So. Dieser sehr autoritäre Stil. Und mit dem ist er durchgekommen, bis nun zur Meutengeschichte, von der wir ausgegangen sind, wo er sich auf die Seite der Gegner von Meuthen geschlagen hat. Und er hat die Gefahr ja auch gut erkannt. Das ist parteischädigend. Das zersetzt die Partei, weil das dann auf allen Ebenen losschlägt und losbrennt. Und das Kalkül Meuthens, also ich kriege jetzt schnell die Mehrheit und die anderen sind weg und die Flügelleute, ich fange mit dem Kalbitz an und dann gehe ich zum nächsten und dann kommt auch Höcke irgendwann dran. Und er hat ja sogar die Idee gehabt, die gehen von sich aus der Partei heraus. Ja. Man sollte getrennt sich organisieren, um dann vielleicht doch vereint, ja, aber unter meiner Dominanz wieder zusammenzukommen. Getrennt marschieren, vereint schlagen. So genau, völlig utopisch. Stattdessen sehen wir eine Selbstzersetzung, jedenfalls in großen Teilen, und einen Machtkampf, der anhält, der auch nicht Ende des Jahres beendbar ist. Und das ist für die Demokraten in diesem Land Glück im Unglück. Ja, weil für das rechtsautoritäre Milieu brauchen sie eine starke, geschlossene Partei, die auf Sieg steht unter allen Umständen oder unter sehr vielen Umständen, die wir als Demokraten nicht wollen. Ja. Gut. Also wenn man jetzt nochmal vergleicht, andere Projekte, wie die Republikaner, waren wesentlich weniger erfolgreich. Ich fand sehr spannend in die Diskussion, die in der Initiative Moment mal aufkam, an diesem Punkt, war die Frage, ist das Erfolgsrezept der AfD bis dato gewesen, Wolf und Schafspelz zu sein? Nicht Wolf im Schafspelz, sondern Wolf und Schafspelz. Insofern, als dass sich kein Wolf hinter dem Schaf versteckt, sondern dass es erst diese Kombination ausmacht, um Erfolg zu haben. Das rechtsradikale Spektrum hinter einem Projekt zu einen und anschlussfähig an weitere Teile der Gesellschaft zu machen. Das Besondere und das durchaus zum Teil Erfolgreiche, sie kam ins Parlament, war schon, dass wir eine neue Konstellation hatten. Wir haben die Krise 2009, die Finanzkrise. Wir haben die rassistisch-eugenischen Thesen von Sarrazin im Jahr 2010, ja, begonnen schon 2009, also zum Zeitpunkt der Krise als autoritäre Antwort auf die Krise. Jetzt schlagen wir mal die nicht hier hingehören, die Türkinnen und Türken, die Muslime, überhaupt die Unproduktiven, auch die unproduktiven Deutschen, also eugenisch-rassistisch. Nur die Juden seien besser, und zwar kollektiv als Gene, Sarrazin. Und hat ein Millionenpublikum erreicht. Er hat unter Bürgern in München Säle gefüllt und in Altenburg in den größten Sälen dieser Region in Thüringen ebenso. Das heißt, wir hatten die Krise, 2009 folgende, dann wie man mit Europa umgeht, das hat sozial und mental sehr irritiert. Das war in dem Maße neu. Und dann kam die Flüchtlingsdebatte, beziehungsweise ein Zustrom von Flüchtlingen, die aus einer furchtbaren von dem US-amerikanischen Aggressionskrieg gegen Irak resultierenden krisenhaften Konstellationen in Syrien und Irak resultierte. Und sie kamen und sie kamen aus guten Gründen. Und Merkel hat sich beherzt entschieden, statt die Eskalation, auch die gefährliche, lebensgefährliche Eskalation in Ungarn einfach zuzulassen, zu sagen, wir müssen das Problem zu lösen versuchen. Und das hat natürlich diejenigen, die das nicht gewohnt waren oder die sowieso etwas gegen andere und Fremde, Kulturfremde haben, natürlich aufgeschreckt. Und da kam
der wirkliche Erfolg, der relative Erfolg der AfD, die das aufgegriffen hat, nachdem sie schon wieder am Heruntergehen waren. So, das ist das Besondere. Das gab es weder bei den Republikanern noch bei der NPD. Die Republikaner waren so ohne Erfolg auch nicht. Sie sind aus der CSU entstanden in Bayern und haben dann vor allem Baden-Württemberg, da sehen Sie, dass es Mentalitäten gibt, die auf sowas gehen, durchaus über mehrere Legislaturperioden Erfolg gehabt. Bei der NPD ist wieder was anderes, weil die weniger als die Republikaner, die haben diese Mischung von Rechtspopulismus und Rechtsextrem miteinander verbunden, mit diesem charismatisch angesehenen Schönhuber als Führer. Die NPD ist eine Altpartei aus dem Jahr 1964. Und hat alle ewig gestrigen Revisionisten, Holocaustleugner zu sammeln versucht. Und er ist dann 69 gescheitert an dem Einzug in den Bundestag. Und hat sich dann zerlegt und damit dann diese terroristischen Gruppen entlassen. Also die von Michael Kühnen und dann diese Gruppen, die Anfang der 80er Jahre auch Terrorattentate, etwa das nun 40 Jahre zurückliegende Oktoberfestattentat gemacht haben. So. Und die AfD hat, ähnlich wie die Republikaner, das pragmatisch-rechtspopulistische und das Rechtsextreme, wie Sie sagen, verbunden. Und haben über jemanden wie Gauland, über jemanden wie Meuthen, zunächst über jemanden wie Petri gesagt, wir sind ganz zufrieden und freundlich. Und wenn wir dann im Bundestag sind, dann muss man uns ja ernst nehmen. Und das haben dann die anderen Parteien und die Medien übermäßig getan. Wir nehmen sie ernst, wir nehmen sie in jede Talkrunde und haben dann ein Erfolgsimage konstruiert oder auch geschaffen, das über 2-3 Jahre anhielt. Und das nun, seit dem Zuwachs an Gewalt und dann der Attentatswelle, gebrochen worden ist. So nicht, so radikal wollen wir nicht sein. Und damit ist die AfD in einer ähnlichen Falle wie die NPD. Sie ist zu radikal geworden. Sie ist Ende der 90er Jahre, gerade im Osten, zu einer neonazistischen Partei mutiert unter Vogt. Und bei den Republikanern, da war es eben Schönhuber, der zu sehr als Nationalsozialist verstanden wurde. Und nun kommt diese Konstellation unter veränderten Bedingungen auch auf die AfD zu, dass sie mit jemandem wie Kalbitz nicht nur radikal ist, fremdenfeindlich, sondern neonazistisch. Kalbitz ist ein Fall des Neonazismus. Er leugnet den Holocaust in den Filmen, die er mit zu verantworten hat, über eine Gebirgsjägerdivision. Die Division, die in Lemberg die ersten großen Massaker an Juden 1941 veranstaltet hat. Kein Wort in diesem Film. Im Gegenteil. Wir waren alle gut und haben nichts Böses gemacht. Und das hat er unterschrieben. Das ist ein Filmmachwerk sondergleichen. Ja, und dann wissen wir nun inzwischen aus 4-5 Jahren Beobachtung der Journalisten, in welchen rechtsextremen und neonazistischen Vereinen er tätig war und hat das geleugnet, bis nun Meuthen dann endlich gesagt hat, okay, diese eine Leugnung, die lassen wir nicht durchgehen. So, da haben Sie einen Fall, der hingenommen wurde, weil sozusagen die Decke des Hundekrawattenträgers drüber war. Wollen wir sehen, vielleicht war es doch nicht so schlimm. Und nun kommt das alles nach oben. Und der letzte Fall ist ja der des Herrn Lüth, der sagt schon vor Monaten, er sei Faschist und der dann
sagt, wir brauchen noch mehr von diesen Flüchtlingen, dann können wir mehr gegen sie hetzen. Und ob man sie dann vergasen soll, das müssten wir dann überlegen, so sinngemäß. So, und da musste dann Gauland irgendwann, obwohl er das andere schon, diese Äußerungen und die Mentalität von dem Lüth gekannt haben dürfte, einbekennen, dass er das vielleicht doch nicht wusste und vielleicht doch. Und das kommt natürlich nicht gut, weil jeder weiß, der wusste und hat hingenommen. Dieses Spiel mit der Gewalt, die möglich ist, vielleicht Zitat von Höcke, die AfD sei vielleicht die letzte evolutionäre, friedliche Chance für unser Vaterland. Ja. Also gebt uns die Macht, dann muss es ja nicht zum Äußersten kommen. Und umgekehrt, gebt uns die Macht, damit wir das tun können, und dann damit wir das tun, und zwar legal, was wir sonst im Kampf gegen die Demokratie tun müssten. Genau. Also das ist, das ist ein sehr, doppelseitig, sehr raffiniertes Spiel. Und dann sich in bestimmte Traditionslinien hineinsetzen. Er hat ja in diesem merkwürdigen Interviewband, sagt er, ein paar Korrekturen und Reförmchen werden nicht ausreichen, aber die deutsche Unbedingtheit wird der Garant dafür sein, dass wir die Sache gründlich und grundsätzlich anpacken werden. Ja. Ein bisschen weiter, wenn einmal die Wendezeit gekommen ist, dann machen wir Deutschen keine halben Sachen. Dann werden die Schutthalden der Moderne beseitigt, denn die größten Probleme von heute sind ihr anzulasten. Und dann kommt sein Bild einer Nachmoderne, die alle Züge hat, die wir schon kennen. Also Reinheitsgesetz, kulturelle Vereinheitlichung statt großer Austausch. Ja. Diese ganzen Szenarien des sogenannten Ethnopluralismus. Ja. Wie schätzen Sie die Rolle von Netzwerkern wie Götz Kubitschek und sein sogenanntes Institut für Staatspolitik in diesem Zusammenhang ein? Welche Rolle würden Sie dann Jürgen Elsässer in diesem Zusammenhang geben, um unterschiedliche neurechte Strömungen und Milieus anzudocken und die AfD dann auch als Partei zu stärken? Also Götz Kubitschek ist für Höcke ganz zentral. Die kennen sich gut. Und Kubitschek ist sozusagen noch ganz anders entschieden in der Durchsetzung eines solchen rechtsrevolutionären Programms. Nichts anderes ist es. Kalbitz hat sich auch schon so geäußert, wir brauchen eine Revolution. Das ist natürlich eine nationalistische, die gegen die Moderne, gegen zivile Gesetze, gegen die Demokratie gerichtet ist. Und Jürgen Elsässer macht das, ich finde, ganz ähnlich wie Kubitschek. Die sind sich gar nicht weit entfernt und das Entscheidende ist, dass sie alle, der Elsässer, der Höcke, der Götz Kubitschek und sein Anhang im Institut für Staatspolitik, die 20er Jahre als Folie haben. Genau, Armin Mohler ist da sozusagen die Armin Mohler Transmissionsfigur. Ist derjenige, der von Götz Kubitschek mit einer Grabesrede geehrt worden ist. Das heißt, Götz Kubitschek ist ein Schüler von Armin Mohler. Was ist die Kernidee, auf die 20er Jahre zurückzugehen? Die Kernidee ist, wir haben Deutschnationale und wir haben die großen Theoretiker oder besser Ideologen der Weimarer Republik, Karl Schmitt, Ernst Jünger, und viele andere, von Armin Mohler zusammengezogen in einer Kampfschrift, die auch noch ironischerweise als Dissertation durchging, nach 1945, im Jahr 1949 genauer. Das heißt, wir haben die Deutschnationalen und die
antidemokratischen Ideologen, die den Aufstieg des Nationalsozialismus wie keine andere Gruppe unterstützt und ideologisch begründet haben, als diejenigen, die nun getrennt vom Nationalsozialismus interpretiert werden, und aber als deutschnational. Aber im Kern sind es, Armin Mohler hat das Wort, pfiffig ist er ja gewesen, von den konservativen Revolution. Von der konservativen Revolution. Und das seien, und nun wörtlich, das sind die Trotzkisten. Das heißt, die waren die, die am entschiedensten gegen den Nationalsozialismus gewesen seien. Völlig falsch. Ernst Jünger hat auch für den Völkischen Beobachter geschrieben, und Karl Schmidt war dann der Ausleger der hitlerschen Ideen als rechtsförmig. Das heißt, die haben alle auf ihre unterschiedliche Weise dem Nationalsozialismus zur Macht verholfen. Sie waren die Wegbereiter. Und dieser Zusammenhang will immer noch nicht in die Köpfe hinein. Aber diejenigen, die mit denen oft zusammengesessen haben und zusammengearbeitet haben, also die Kubitscheks mit denjenigen, Dieter Stein von der Wochenschrift Junge Freiheit, die haben gesagt, jetzt reicht's uns. Das geht uns zu weit. Was Kubitschek mit Höcke macht, geht uns zu weit. Wir wollen nicht die Entfesselung eines bürgerkriegsähnlichen Zuspitzung, indem wir sagen, wir müssen den großen Austausch verhindern und deswegen die Demokratie abschaffen. Die wollten eine Partei rechts der CSU. So wie die Republikaner, und haben sich deswegen vor Jahresfrist sehr entschieden gegen diese Radikalisierung der Höckes und Kubitscheks gewandt. Das heißt, sie haben innerhalb der extremen Rechten dann noch auch mal Abspaltungsprozesse, die aber klar machen, um was es dann Höcke und Kubitschek und natürlich auch Elsässer geht. Genau, und in diesem Netzwerk dann eben auch mal dann Sellner, die Identitären und ihre unterschiedlichen Rollen. Die Identitären darf man nicht vergessen. Die sind ja auch sozusagen richtig, wie soll ich sagen, der Sellner gepflegt worden von Kubitschek. Er hat ihn eingeladen. Der durfte aus Wien dann in seiner Burg Platz nehmen, nicht? Und mitdenken für die nationale rassistische Revolution. Sie haben jetzt schon mehrfach die Gewalt- und Terrorakte genannt. Ja. Also seit 2015 haben wir zunehmend ideologisch motivierte Anschläge, die sich genau auf das Weltbild stützen, was auch von der AfD vertreten wird, mit den gleichen Stichworten arbeiten. Und in dem Kontext wird oft der für dich sehr bruchbare Begriff des stochastischen Terrorismus verwandt. Also eine Strategie, Hassreden, Verschwörungsgerüchte verbreiten, eine Stimmungen, die bestimmte Gruppen systematisch herabwürdigen, zur Gefahr, zum Popanz aufbauen, mit dem Effekt, dass letztlich einzelne oder kleine Tätergruppen zu Gewalttaten gegen Angehörige dieser Minderheiten oder Gruppen animiert werden, ohne dass man nachweist, ohne dass es eines Befehles bedarf, ohne dass es einer persönlichen Bekanntschaft bedarf. Der Einzelne wartet dann den Bürgerkrieg nicht mehr ab. Also die Frage dieser Akzeleration, ist genau das Ziel der gesellschaftlichen Spaltung, welche die AfD vorantreibt, dass daraus eben auch solche stochastischen, scheinbar zufälligen Gewalttaten und Terrorakte erfolgen, die Krisensituationen hervorrufen, in denen man selber eine Antwort zu geben meint,
Ist sowas auch Ziel oder in Kauf genommener Kollateralschaden? Ich glaube eher, dass das doch zum Zielspektrum gehört. Mhm. Dafür gibt es eine gute Szene, die das sehr klar macht. Das ist die des 1. September 2018, als in Chemnitz bewusst geplant die AfD mit Höcke, mit Kalbitz und anderen aus Sachsen Pegida zusammen mit gewaltbereiten und gewalttätigen Neonazis aufmarschiert sind. Das war ein Signal. Wir wissen inzwischen, dass der Mörder von Lübcke auch da war. Ja. Und natürlich ist ein solcher Aufmarsch der Parlamentspartei einerseits und der rechtsextremen Terrorbereiten wie Stefan Ernst, das ist ja lange auch mit seinem Kompagnon Markus H. diskutiert worden, nicht? Zwischen den beiden, soweit wir wissen, dass die zusammen ermuntert wurden. Und dann gibt es noch viele andere Beispiele der Ermunterung. Von Aussagen durch AfD-Funktionäre. Von Aussagen durch AfD-Funktionäre. Dann aber auch von in diesem Screenshot zu sehen von Erika Steinbach, wo es dann gegen den, der für die Flüchtlinge eintrat, Lübcke ging und dann eben in einem Screenshot eine Pistole dann hingelegt wurde. Was ja ein eindeutiges Zeichen ist, ist es dann ja auch am 2. Juni 2019 umgesetzt worden. So, das heißt, wir haben da eben jenen Zusammenhang von Höcke wenige Monate vor diesem 1. September formuliert in seinem Buch, wo er sagte, wir brauchen eine Strategie wohltemperierten Grausamkeit. Und das ist ein Wort, das sadistisch sich anfühlt. Das heißt eine ungeheure, eine totalitäre Entschiedenheit, die dann plötzlich durchbricht. Dieser lange Text, dieses mit einem weiteren gemachten Dialogbuch, hat viele Passagen, die romantisch sind, wo es über die Natur ging, in der er als Junge aufgewachsen ist. Und dann schlägt es durch, absolute Hetze gegen alle Unproduktiven, gegen alle Muslime, gegen alle Afrikaner und Asiaten. Also das volle NPD-vergleichbare Aussiedlungs- und Rückführungsprogramm. Wir wollen nicht selbst uns aufgeben. Wir wollen den Austausch verhindern, so wie es die extreme neue Rechte formuliert hat. So, das heißt, sie haben diesen engen Zusammenhang sichtbar als Demonstration am 1. September 2018. Ja, das ist die Grundlegung für dann sowohl terroristische Taten von Einzelnen, wie aber auch von Netzwerken. Ja. Geschichtspolitik. Also Höcke 2017, Dresdner Rede, dann Mahnmal der Schande, Imaginierung einer Kehrtwende der Erinnerungspolitik um 180 Grad. Also mein 180 Grad ist nun genau das Gegenteil, dann ist uns ja klar, was damit gemeint ist, auf die Vorstellung, wenn man also von dieser Last des Schuldkultes, Zitat, wegkommt, dann setzt es die nationalen Kräfte frei. Also Umgang mit Erinnerungspolitik und AfD-Erfolg. Wie würden Sie diesen... Also zunächst einmal würde ich gern was zu dieser Schuldfrage sagen, wenn ich darf. Es ist ja gerade umgekehrt.
Wir können aus der Geschichte lernen, nicht im Sinne, dass wir da billig die Schuld an denen ablagern, sondern indem wir sagen, okay, wir können aus dieser Zerstörungsgeschichte Deutschlands und aus dieser Fremdzerstörung, die das Entscheidende war, also der millionenfachen Ermordung, des Gangs in einen Weltkrieg, daraus können wir doch lernen, dass es vielleicht vernünftiger ist zu leben und nicht sich und andere zu zerstören. Ja. Also ich finde die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus, auch persönlich im Übrigen, im Familienumfeld, befreiend. Richtig, ja. Ich finde das natürlich eine andere Befreiung als Herr Höcke, der in diesen Kreiseln hängt und hängen geblieben ist. Also wir müssen da ganz anders, von 180 Grad. Ja. Es ist ja geradezu befreiend zu denken, dass wir die Chance haben, und seit 70 Jahren mit mehr oder minder auch die Friedenschance haben. Martin Niemöller hat hier gearbeitet, ja. Die Friedenschance haben und nicht in neue nationalistische Eskalationen kommen. Nun gut, ich lerne, dass die AfD nicht gleich einen Weltkrieg machen will, klar. Aber nach innen sind sie doch auf Bürgerkrieg aus. Ja. Anders geht das gar nicht, um das durchzusetzen, dass sie alle Kulturfremden loswerden wollen. So. Und das stellen Sie sich vor, in einem, ich wohne in Charlottenburg, da sind es dann so etwa an die 100.000, die ausgekämmt werden müssen, wenn man Höcke folgen wollen würde und er die Macht hätte, gut, dass er nicht die Macht hat, die dann nach Afrika oder wo auch immer sie gar nicht herkommen, hingeschickt werden sollten. Also dieses Millionenprogramm, das schon die NPD als Neonazi-Partei entwickelt hat, hat er eigentlich wiederholt. Ja. Das heißt, wenn wir nicht das aus der Geschichte gelernt haben, dann kommen wir wieder in die Rillen der alten Geschichte, richtig, der Eskalation am Ende der Weimarer Republik, der absoluten Zerstörung durch den Terror der SA und dann durch die Übernahme der Macht von Hitler, der dann sehr bald auf Krieg gesetzt hat. Selbst wenn man das abstreichen würde und sagen würde, heute ist es ein defensiver Ethnonationalismus, wäre er für die Zusammensetzung unserer Bevölkerung verheerend. Weil dann würde ich sozusagen in diese Richtung und in diese Richtung gucken und erkennen, dass da ist aber noch ein andere Herkunft von Bedeutung und da müssen wir prüfen, ob die oder der, egal ob Staatsbürgerschaft, bleiben kann oder nicht. Und dieses Denken teilt auch Meuthen. Ja, genau. So, also insofern ist es eine destruktive und selbstdestruktive Veranstaltung, was diese Partei mit Deutschland, mit uns vorhätte. Genau, es sind ja auch nicht nur in Anführungszeichen die jetzt direkt im Blick sind, die ausgegrenzt werden, sondern im nächsten Moment natürlich auch Menschen wie Sie oder ich, die es das schätzen, sowieso, dass wir hier... Ja, weil wir ja die unterstützen. Das ist immer so. Ja. Vielleicht erlauben Sie mir einen kurzen Querblick nach Amerika. Wir sehen, zu was das führen kann. Ja. Nicht? Also wenn man tatsächlich was anderes vorhat, und es ist jetzt erkennbar, dass Trump die Wahlen nicht oder kaum anerkennen will und was anderes will. Und dazu natürlich die Milizen und die verschiedenen Kräfte braucht. Und die Gefahr ist, dass die Demokratie da abgeschossen wird am 3. November, wenn nicht die große Mehrheit oder eindeutige Eindeutiges Mehrheit Votum, sagt, dass das wollen wir nicht. Er hat seit 4 Jahren mit dieser Chance, die Rechtsextremen zu unterstützen, gespielt. Nicht? Und es gibt einen schönen Vergleich zwischen 2018 in Chemnitz und 2017 in Charlottesville. In Charlottesville ist das passiert, was 2018 in Chemnitz passiert ist. Da hat die versammelten Rechtsextremen, KKK, also Hakenkreuzfahnenträger, Proud Boys, all die verschiedenen Gruppen haben sich da versammelt
und gesagt, wir wollen wieder stark werden. Und das hat dazu geführt, dass eine Gegendemonstrantin ermordet worden ist und der den Mord begangen hat, auch verhaftet und verurteilt worden ist. Und Trump hat gesagt, dass da gibt es feine Leute, gute Leute auf beiden Seiten, bei diesen Rechtsextremen, bei diesen Gewalttätern und auf der anderen Seite. Das ist die gleiche Sprache. Und da sehen Sie an diesem Beispiel der Gefahr für die amerikanische Demokratie und der Gefahr für einen Bürgerkrieg, was es für Deutschland wäre, hätten die Macht, die Trump, damit endet dann auch die Analogie, gegenwärtig noch hat. Und wir haben das Glück im Unglück, dass diese Partei, die AfD, eine unter ferner Liefen ist. Die hat ihre 8, 9, 10%. Und der Zauber, da immer stärker zu werden, ist vorbei. Ja, ist er ist zwar richtig, immer noch im Osten größer, aber auch da sinkt es seit wenigen Wochen. Nach ersten Umfragen geht es runter, weil man erkennt, da ist nichts Gutes. Da ist kein, wie meine Mutter sagen würde, kein Segen drauf. Ja? Oder wie vielleicht auch Martin Niemöller sagen würde, da ist kein Segen drauf. Also insofern sollte man von diesem destruktiven Zeug das die verbreiten lassen. Ja, und Sie sitzen ja unter diesem berühmten Niemöller. Ach so. Dann, Zitat, das es in so vielen Varianten gibt. Als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen. Ich war ja kein Kommunist. Als sie die Gewerkschafter holten, habe ich geschwiegen. Ich war ja kein Gewerkschafter. Als sie die Sozialdemokraten einsperrten, habe ich geschwiegen. Ich war ja kein Sozialdemokrat. Und dann später noch dazugekommen, in einem komplexen Prozess. Als sie die Juden einsperrten, habe ich geschwiegen. Ich war ja kein Jude. Als sie mich holten, gab es keinen mehr, der protestieren konnte. Das heißt, so ja, das spricht, war sein Fehler. Ja. Und dass er das erkannt hat, das und ist so offen, ist genau. Natürlich ungeheuer. Er war ja selber in der Nähe der extremen Nationalisten in der Weimarer Republik und hat dann immerhin gelernt und dies uns mitgeteilt. Insofern sitze ich gerne und es ist der Schreibtisch, der irgendwo hier oder hier gesessen hat, muss ein Kampfschreibtisch gewesen sein. Ja. Ja, und gerade diese Möglichkeit zu Umkehr und plötzlich die Perspektiven wechseln und nicht schweigen, wenn irgendwer ausgegrenzt zum Abschuss freigegeben wird, denn dann gibt es kein Recht auf verschieden sein können, um Adorno zitieren. Das ist der bessere Zustand, in dem wir alle ohne Angst verschieden sein können. Sie haben ja eben auch schon mitentwickelt, was wichtig ist, dass wir als Zivilgesellschaft uns nicht entmutigen lassen, Nein sagen, aber auch von Behörden und Staatsorganseitig verlangen, dass das die Grundgesetz müssen Nein umgesetzt sagen können wird. Die zur müssen Gewöhnung, zu den bürokratischen Abläufen. Ja. Man müsste das Bundesinnenministerium analysieren, darauf, unter welchen Bedingungen es wirklich aktionsfähig ist, die Sicherheitsbehörden wirklich auch in ein gutes Niveau zu bringen. Und das sehen wir jetzt leider erneut nach nicht nur diesen Skandalen in Sicherheitsbehörden und Skandalen in der Bundeswehr. Und es ist im Alltag, also du und ich, dass man ohne sich selbst natürlich absolut zu gefährden, man hat unendlich viele Möglichkeiten, ganz gemessen, ganz ruhig zu sagen, nee, bitte so nicht. Genau. Und dann mit dem Blick auf die anderen Bündnispartner so, dass man die Bündnispartner in Sekunden keiner darf sich, kann sich wegducken, wenn das angesprochen wird. Das geht schon. Ja. Das geht schon. Genau. Und das sind eben auch diese ermutigenden Erlebnisse. Das macht auch Spaß. Nicht? Also Mut machen macht Spaß. Es geht um Herzensbildung, um es nochmal anders zu formulieren. Und es gibt eine wunderbare Studie der Hildesheimer Forscherin, deren Name mir jetzt gerade nicht kommt, die über Familie und Rechtsextremismus gearbeitet hat und die Folgendes gemacht hat, die 18-jährige Jugendliche interviewt über den Erziehungsstil der Eltern. Und die kommunikativ aufgewachsen sind oder die mit Liebe aufgewachsen sind sogar,
Die sind gefeit gegen Ethnozentrismus, also Abwertung, Mobbing und dergleichen. Nun ist meine eigene Erziehung auch keine kommunikative gewesen. Und das ist dann das, auch das Erschrecken der anderen. Ja, aber was ist, wenn die Erziehung nicht so gut war? Und dann habe ich, sage ich denen und auch mir, es gibt Nachsozialisierungschancen. Und bei mir war es der Deutschlehrer. Und später war es die Studentenbewegung, diesseits der Gewalt, in diesem Haus und in Dahlem. Wunderbar. Menschen können sich ändern, ja, indem man klar auch Grenzen setzt, ja, Widerspruch anmeldet, ja, und die Hoffnung hat, dass genauso ein Nachdenkensprozess stattfindet, wie, ja, wie Martin Niemöller ihn, ja, nur ein bisschen symbolisiert. Kürzer, wenn's geht, nur kürzer, ne? Genau. Herzlichen Dank. Also mit dieser hoffnungsvollen Geschichte wollen wir doch, ja, dann jetzt das Interview beenden, ja, und in unsere Arbeit. Ja, nee, vorher gibt es einen Kaffee. Des, ne, Brückenbauens und des Widersprechens hineingehen. Okay, schön. Herzlichen Dank. Meinerseits auch, gerne. Vielen Dank.